Herzlich willkommen zu einem Weltspezial. Es geht um die aktuelle Situation in der Ukraine. Und die US-Regierung, die prüft jetzt die Lieferung von Streumunition an die Ukraine. Das teilte ein Sprecher des Weißen Hauses mit. Die Ukraine fordert bereits seit längerem die Lieferung der geächteten Munition, um sich gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Streubomben setzen kleine Sprengkörper frei, von denen viele nicht sofort explodieren. Sie können noch lange nach ihrem Abwurf Menschen töten oder verletzen und sind deswegen eine besondere Gefahr für die Zivilbevölkerung. Mehr als 120 Länder haben ein Abkommen zur Ächtung von Streumunition unterzeichnet. Russland, die Ukraine und die USA gehören allerdings nicht dazu. Und bei mir im Studio unser Militärexperte Guido Schmidtke. Ja, wollen noch mal gucken, mühsam bleibt das Erobern, Meter für die Ukraine. Wie ist der aktuelle Zustand an der Front? Ja, schwierig. Und deshalb wünschen sich die Ukrainer eben auch diese Streumunition, die für ihre militärischen Zwecke sehr sinnvoll wäre für die Ukrainer. Aber natürlich, diese Streumunition ist sehr umstritten. Wir können uns mal ein paar Bilder dazu angucken. Diese Streumunition befindet sich meist in einem Container, kann aus der Luft abgeworfen werden von einem Flugzeug, aber auch mit Artilleriesystemen verschossen werden. Die Amerikaner wollen den Ukrainern Artilleriegranaten liefern mit 88 Bomblets darin. Und damit könnten die Ukrainer eine Fläche von 4 Fußballfeldern praktisch bekämpfen. Und das könnte dann den Ukrainern helfen, die Verteidigungsanlagen der Russen zu durchbrechen. Gucken wir mal auf die aktuelle Lage, dann sehen wir, dass die Ukrainer weiterhin vor allem hinter der Front und auch in Russland Ziele angreifen. Bjelgorod, da soll es bei Angriffen ein Todesopfer auf der russischen Seite gegeben haben. Auch bei Makiivka und Donetsk gab es wieder Angriffe mit Raketenartillerie der Ukrainer. Und dann melden die Ukrainer auch, dass man in Bachmut weiter Fortschritte gemacht hat, Geländegewinne erzielt hat, wenn auch nur kleiner. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass die Russen wieder Kamikaze-Drohnen eingesetzt haben. Und bei diesen Angriffen konnte die Flugabwehr der Ukraine von 18 Kamikaze-Drohnen nur 12 abschießen. Und bei einem solchen Abfangmanöver im Bereich Dnipro in der Zentralukraine sind 2 Menschen getötet worden durch herabfallende Trümmerteile. Und dann müssen wir auch noch mal gucken auf Cherson, dort der Brückenkopf, der weiter von der ukrainischen Armee verteidigt wird. Und die Russen haben es bisher nicht geschafft, die Ukrainer dort zu vertreiben. Ja, das können wir uns mal genauer anschauen, denn die Russen sind da offenbar krachend gescheitert. Warum ist das so schwierig aus Ihrer Sicht oder was machen die Ukrainer dort richtig? Ja, man hat sich da offenbar eine weitere Schlappe auf Seiten der Russen eingefangen. Wir gucken uns das mal ganz genau an und sehen, dass die Ukrainer da durchaus in der Lage sind, mit Schnellbooten von der westlichen auf die östliche Seite überzusetzen, um die angeblich 50 bis 100 Infanteristen, die sich dort auf dem östlichen Ufer befinden sollen, dann auch mit Nachschub zu versorgen, möglicherweise auch da die Soldaten auszutauschen. Und die Russen haben jetzt erneut versucht, mit Raketen, aber auch durch die russische Luftwaffe mit Gleitbomben, diese dort von den Ukrainern verteidigten Gebiete anzugreifen, um die Ukrainer zurückzudrängen auf die andere Uferseite. Diese Angriffe waren aber nicht sehr präzise und die Russen sind davon ausgegangen, dass diese Luftangriffe und die Bomben einen höheren Schaden bei den Ukrainern angerichtet haben und haben dann einen Angriff mit gepanzerten Fahrzeugen begonnen, unterstützt durch einen einzigen T-72-Panzer, der praktisch den vorrückenden Infanterieeinheiten Feuerschutz bieten sollte. Allerdings waren die ukrainischen Soldaten da sehr geschickt und haben dann sofort mit weitreichenden Panzerabwehrlenkflugkörpern vor allem diesen T-72-Panzer angegriffen und auch beim ersten Schuss schon getroffen. Die Panzerkuh hat dann versucht zu fliehen und hat dann praktisch einen zweiten Treffer mit einem Lenkflugkörper im Heck des Panzers bekommen. Und wir sehen hier, wie der Panzer dann die Böschung runtergefahren ist. Die Russen haben dann trotzdem weiter versucht anzugreifen, um die Ukrainer dort an das Flussufer zurückzudrängen. Aber auch darauf waren die Ukrainer vorbereitet und haben dann mit ihrer Artillerie, die auf der westlichen Uferseite steht, dann die angreifenden Infanterieeinheiten der Russen, die in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs waren, unter Beschuss genommen. Und dabei sollen 50 russische Soldaten und 23 gepanzerte Fahrzeuge und Schützenpanzer nach Angaben der Ukrainer allerdings, die wir nicht
bestätigen können, zerstört worden sein. Und es hagelt wieder mal heftige Kritik, vor allem von den russischen Militärbloggern, die sagen, wieder mal ist die russische Armee da dilettantisch vorgegangen und ist nicht ordentlich geführt worden von den Kommandeuren. Okay, Tatjana war nämlich dort und hat sich auch deutsche Panzer angucken können. Übrigens exklusiv als erstes Kamerateam. Und ihren Bericht, den wollen wir jetzt erstmal einspielen und gucken, ob wir dann den Ton wiederbekommen aus der Ukraine. Gut versteckt, unweit der Front steht er, einer von 18, die Deutschland der Ukraine für den Kampf gegen Russland gegeben hat, der Leopard 2A6. Und hier sind wir in einem Wald bei Saporischschja in der Region an einem Leopard 2A6. Das ist einer, der im Einsatz gewesen ist, beschädigt wurde. Und das große Glück, der große Vorteil mit den Leos ist, die Besatzung hat überlebt. Die Sicherheit der Besatzung im Leopard ist auch einer der wichtigsten Aspekte für den Bundestagsabgeordneten Markus Faber von der FDP, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Mit seinem französischen Counterpart Senator Folliot ist er hierher in unmittelbare Frontnähe gereist. Die Männer wollen selbst sehen, wie die westlichen Waffenlieferungen helfen. Herr Faber, ganz kurz noch, was ist jetzt gerade Ihr Eindruck, wie die Ukrainer mit dem Leo hier umgehen können und wie er ihnen tatsächlich auch hilft? Na ja, man sieht ja ganz deutlich, dass diese Panzerbesatzung nicht mehr leben würde, wenn sie den Leopard 2 nicht hätte. Das heißt, im T-64 würden die hier alle nicht mehr stehen. Und dass sie hier noch stehen und arbeiten können und auch diesen Panzer reparieren können, verdanken sie der Tatsache, dass hier ein Leopard 2 steht. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Und man sieht eben auch, was er aushält, nämlich so einen direkten Treffer. Andriy ist einer der Männer, die diesen direkten Treffer überlebt haben. Eine Panzerabwehr-Lenkwaffe schlug ein, als sie sich von ihrer Position wegen massiver Angriffe zurückzogen. Für ihn, wie auch für seinen Kommandeur Dima, nichts Besonderes. Sie sehen ja, wie tief die Panzerung getroffen wurde. Wir sind unverletzt geblieben. Der Schaden am Panzer ist auch nicht allzu groß. Bisschen schlechte Stimmung gab es an dem Tag. Aber nichts, was wir nicht gewohnt wären. Wir alle hier haben Kampferfahrung. Wir sind auf so etwas vorbereitet. Also haben wir das Feuer gelöscht und sind zurück in die Schlacht. Es ist an der Zeit, sie aus unserem Land zu verdrängen. Von Erfahrungen wie diesen will Faber hören. Die Gespräche mit den unterschiedlichen Panzerbesatzungen sind ihm wichtig. Wo hakt es? Was kann besser laufen? Wie genau funktioniert das? Von dem, was ich weiß, müsst ihr ja durch Minenfelder. Ihr könnt da nicht einfach durch. Wie bereitet ihr das vor? Wie läuft das im echten Leben? Der Platoonführer erzählt, wie sie nur im Verbund vorankommen. Die Minenräumfahrzeuge zuerst den Weg säubern müssen, bevor es dann in die stundenlangen Schlachten geht. Das Training, das sie in Deutschland absolviert haben, so bestätigen sie alle, war zwar kurz, aber gut. Nur in einigen Bereichen hatten die deutschen Ausbilder dann doch eine eher unpräzise Vorstellung von den tatsächlichen Gegebenheiten auf den ukrainischen Schlachtfeldern. Wir hatten gemeinsame Übungen und da haben wir die Deutschen dann gefragt, wie geht ihr denn durch ein Minenfeld? Und sie sagten uns, wir fahren drumherum. Auf ihren Karten ist ein Minenfeld halt 200 mal 100 Meter Größe. Aber das gibt's hier nicht. Hier reden wir von Hektar um Hektar. Es ist viel schwerer hier. Die Taktik muss angepasst werden. All diese Erkenntnisse, die der Bundestagsabgeordnete hier gewonnen hat, wird er weitergeben in Deutschland. Während er dort für mehr Hilfe für die Ukrainer kämpfen will, müssen die Soldaten hier vor Ort mit Hilfe deutscher Leopardpanzer die eigentlichen Schlachten schlagen. So, nochmal zu Tatjana Ohm nach Dnipro, die wir jetzt hoffentlich auch hören können. Klingt gut. Die USA, Tatjana, da wird heftig diskutiert, haben angekündigt, Streumunition liefern zu wollen an die Ukraine. Das Ganze ist umstritten. Wie sieht es mit dem Einsatz bereits jetzt aus? Welche Möglichkeiten erhofft sich die Ukraine davon? Ja, also schauen wir zuallererst mal auf diesen heutigen Tag, weil es wird vermutet, dass es die offizielle Bestätigung vom amerikanischen Präsidenten Biden heute im Verlauf des Tages tatsächlich geben könnte, dass man Streumunition an die Ukraine liefert. Was ist der Hintergrund? Warum will das Land diese Munition? Artilleriegranaten gehen ihnen aus und auch der Nachschub der westlichen Partner ist eigentlich nicht mehr wirklich gesichert, weil alles, was man in den Beständen hat oder große Teile davon sind bereits in die Ukraine geschickt worden. Streumunition international ist sie geächtet. Es gibt ein Abkommen von
2010. Dem sind aber weder die USA noch Russland noch die Ukraine und übrigens auch 71 weitere Staaten bislang nicht beigetreten. Das heißt, rein völkerrechtlich kann man da keiner der Seiten in irgendeiner Form einen Vorwurf machen. Bleibt die moralische Frage, kann man das machen? Streumunition ist ja deshalb vor allen Dingen auch geächtet, weil die Blindgänger sehr, sehr lange Zeit im Boden liegen bleiben können und dabei hochexplosiv bleiben, weil auch schon bei dem Beschuss damit im Prinzip Zivilisten zu Schaden kommen können, weil eben sehr breitflächig gestreut, daher auch der Name, eben diese Munition verschossen wird. Dass die Amerikaner jetzt dennoch darüber nachdenken zu liefern, liegt eben einfach in der Tat darin begründet, dass es einen Mangel gibt an Artilleriegranaten, die die Ukraine aber gerade auch in der laufenden Großoffensive jetzt hier dringend brauchen würden. Und die Hoffnung ist von Seiten der Ukraine. Und wir haben das Gefühl und auch aus Gesprächen, man hat sich das eben nicht leicht gemacht, dass man darum bittet und nochmal so intensiv darum bittet, dass man das bekommt, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit, diese ganzen russischen Verteidigungslinien überwinden zu können, eben doch größer ist. Es gibt das Gerücht, eigentlich schon seit dem vergangenen Sommer, dass es mindestens einen Partner gegeben haben soll. Du siehst, ich formuliere sehr, sehr vorsichtig, der bereits Streumunition geliefert haben soll. Das soll die Türkei gewesen sein. Das ist von türkischer Seite erst Anfang des Jahres noch einmal deutlich zurückgewiesen und dementiert worden. Nichtsdestotrotz, dieses Gerücht hält sich weiter hartnäckig. Und es hat erst in den letzten 48 Stunden noch mal einen verbalen Schlagabtausch auch gegeben zwischen Human Rights Watch, die eben sehr davon überzeugt sind, dass die Ukraine Streumunition bekommen hat bereits, dass sie auch bereits eingesetzt hat und die das halt verurteilen. Und auf der anderen Seite Präsidentenberater Podolyak, der sich dazu geäußert hat und Human Rights Watch auch so ein bisschen angegriffen hat, indem er gesagt hat, wir sind hier das angegriffene Land und wir werden jetzt dafür verurteilt, dass wir eben zu Waffen greifen, die vielleicht geächtet sind, die aber die einzigen im Prinzip sind, nicht die einzigen, aber eben Waffen sind, die uns sozusagen beim Überleben helfen könnten. Wie gesagt, die Entscheidung, ob es eine Lieferung von amerikanischer Seite tatsächlich geben wird, die offizielle Entscheidung, wird für den heutigen Tag erwartet. Diskussion darüber laufen erhitzt. Tatjana, danke dir für die Einschätzung nach Dnipro in der Ukraine. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich heute auch zu seinen Erwartungen an den NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Litauens Hauptstadt Vilnius geäußert. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch eine mögliche Beitrittsperspektive für die Ukraine. Unsere Botschaft ist ganz klar. Die NATO ist geeint und Russlands Aggression wird nicht mit Erfolg gekrönt werden. Und die Unterstützung der Ukraine ist noch stärker und es wird eine Mission für die Zukunft aufgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass die Alliierten ein Paket mit drei Elementen verabschieden werden, das die Ukraine näher an die NATO heranrücken werden. Erstens werden wir ein mehrjähriges Programm der Unterstützung verabschieden, um volle Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und denen der NATO zu garantieren. Zweitens werden wir unsere politischen Verbindungen noch erhöhen, indem wir einen NATO-Ukraine-Rat ins Leben rufen. Und drittens erwarte ich, dass die alliierten Staatsoberhäupter noch einmal bestätigen werden, dass die Ukraine ein Mitglied der NATO sein werde und auch geeint darüber sind, wie die Ukraine diesem Ziel näher gebracht werden kann. Bei mir im Studio ist Generalleutnant AD Roland Carter. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Hallo. Danke, Tüx. Da haben wir NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehört. Und der erwartet also von diesem NATO-Gipfel kommende Woche tatsächlich eine klare Beitrittsperspektive für die Ukraine. Ist er da eventuell zu optimistisch? Wie sehr wird da gestritten? Wie groß sind die Gräben inzwischen innerhalb der NATO? Also die Gräben sehe ich im Augenblick nicht. Ich sehe schon, dass das Thema sehr intensiv diskutiert wird und teilweise auch sehr differenziert betrachtet wird. Die Frage eines Beitritts der NATO, eines Beitritts der Ukraine in der NATO, scheidet zunächst mal so lange aus, solange der Krieg läuft, weil das automatisch eine Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrages und 42 des Europavertrages nach sich ziehen würde. Teilbeitritt, wäre der möglich? Teilbeitritt habe ich noch nie gehört. Das ist auch wieder so ein Konstrukt, wo ich erhebliche Schwierigkeiten mit habe. Denn wer will das überwachen? Wer will das sehen? Wie soll das laufen? Wie soll so ein Vertrag aussehen? Ich halte das auch für das Ergebnis dieser spannenden Diskussion. Aber im Grundsatz muss ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, sagen,
ich bin sehr zögerlich, wenn eine solche Institution wie die NATO oder auch die Vereinten Nationen oder andere Institutionen dieser Prominenz anfangen, Grundsätze auszuhebeln, wenn wirklich langjährig erfahrene und sich bewährte Grundsätze ausgehebelt werden, auch wenn die Situation im Augenblick natürlich einiges auch dafür sprechen lässt. Aber gerade in einer solchen Situation müssen die Grundpfeiler bestehen bleiben, sonst stürzt so ein Gebäude ein. Gucken wir noch kurz auf den NATO-Gipfel weiter. Da geht es auch zum Beispiel um den Beitritt Schwedens. Da sagt die Türkei, da verhandeln wir drüber. Wo gibt es da möglicherweise noch Streitpunkte? Und was sollte dieser Gipfel außer der Diskussion um den Ukraine-Beitritt, die ja dann keine ist, noch bringen, auch aus deutscher Sicht? Also zunächst mal, was Schweden anbelangt. Ich glaube, wer auch immer hat einen Fehler gemacht, nun gerade in der letzten Woche öffentlich da diesen Koran zu verbrennen oder es zuzulassen, dass mit einer großen, breiten Öffentlichkeitswirksam dieser Koran verbrannt wurde. Und ich habe mich sofort gefragt, wer steckt oder was steckt dahinter. Das ist keine Einzelperson. Das ist gesteuert, um genau dieses Ziel zu verhindern. Denn wir brauchen die Schweden dringend jetzt in der NATO, weil dann schließt sich der Kreis. Dann ist die Ostsee ein Binnenmeer, dann haben wir weitere Kilometer Grenze. Dann kann man sagen, das ist ein geschlossenes System. Also es ist jeder Tag schade, den die Schweden nicht der NATO beitreten. Aber ich denke mal, Erdogan wird sich das sehr genau überlegen und er wird es sich noch mehr kosten lassen. Er wird den Preis noch weiter in die Höhe treiben. Am Ende des Tages werden die Schweden Mitglied der NATO sein. Davon bin ich überzeugt. Die Diskussion um Streumunition, die wird heute ja sehr heftig geführt. Die USA haben es noch nicht ganz offiziell bestätigt, aber man hört, dass sie die der Ukraine eventuell liefern wollen. Das ganze Streumunition ist geächtet. Es gibt das Osloer Abkommen, die das verbietet. Aber genau dem sind weder die USA noch die Ukraine noch Russland beigetreten. Wie sehen Sie die Diskussion? Braucht die Ukraine Streumunition wirklich? Also auch da würde ich gerne meine ganz persönliche Meinung sagen. Und die ist, ich bin erschrocken. Es geht in die gleiche Richtung. Auch hier wird ein feststehender Grundpfeiler wird in Frage gestellt. Nicht umsonst haben über 100 Nationen, unter anderem wir, diese Vereinbarung von Oslo 2010 unterschrieben. Warum? Weil diese Waffe zutiefst inhuman ist, jedenfalls in der Konstellation, wie sie zurzeit existiert. Diese Bomblets, die über ein ganzes Gebiet völlig unkontrolliert verstreut werden und die möglicherweise über Jahre gefährlich bleiben, weil sie nicht gesprengt wurden, diese Waffe jetzt einzusetzen, ja, militärisch gesehen, natürlich, militärisch gesehen macht vieles Sinn. Auch diese Streubomben machen für die Ukraine im Augenblick Sinn, weil sie damit möglicherweise durch dieses Geflecht von Verteidigungsstellungen eine Lücke finden, die sie bislang nicht gefunden haben. Und all das Gerede von der Angriff, der ist bewusst langsam und das wird bewusst gesteuert, ist alles Blödsinn. Ein Angriff braucht Momentum, ein Angriff braucht Geschwindigkeit, sonst kommt er nämlich zum Stehen und dann haben wir genau die Situation, die wir jetzt zurzeit erleben. Streubomben könnten dieses Problem für die Ukraine lösen. Trotzdem bin ich persönlich, ganz persönlich strikt dagegen, weil nach wie vor ich irgendwo finde, dass ein humanitärer Charakter auch in einer solchen Situation erhalten bleiben muss. Jetzt haben Sie es kurz angesprochen, diese kleinen Etappensiege, nenne ich es mal, der Ukraine, aber eben sehr klein. Wie schätzen Sie das aktuell ein? Wie gut kommt man da wirklich voran? Wie schwer ist die Situation tatsächlich? Sie ist sehr, sehr schwierig. Sie ist sehr, sehr prekär, weil, wie ich oft gesagt habe, die Zeit, leider muss man sagen, für die Russen gespielt hat, die ausreichend Zeit hatten, sich auf diese Situation vorzubereiten. Und das haben sie sehr geschickt gemacht. Dazu haben sie ihre Taktiken angepasst. Auch wenn in Cherson heute, das war ja geradezu dilettantisch, wie die Russen da vorgegangen sind. Ich bin auch erschrocken, dass das nicht besser gelaufen ist. Aber ansonsten haben sie sich sehr gut vorbereitet, haben auch, das muss man sagen, sehr flexibel mittlerweile ihre Taktik dergestalt geändert, dass sie die Ukrainer in Lücken hineinziehen, dann mit weitreichender Artillerie, mit Drohnen, mit Raketen, mit Cruise-Missiles vernichten und es so sehr, sehr schwer ist, diese Lücke zu finden. Und diese kleinen Geländegewinne, die wir da verzeichnen, ich bin ja dankbar, weil das stützt so ein bisschen die Moral der ukrainischen Streitkräfte. Und das ist gerade in dieser Phase jetzt dringend nötig. Vielleicht noch kurz drei wesentliche Probleme. Das erste, fehlende Munition, ist gesagt worden. Nicht umsonst ist diese Diskussion heute so angelaufen über Streumunition, einfach weil wenig noch da ist.
Das Zweite ist diese Verteidigungsstellung, von der eben die Rede war. Und das Dritte, das ist, dass die Logistik offensichtlich hapert und nicht richtig funktioniert. Wenn ich wieder höre, dass in Polen aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen diese Panzerinstandsetzungspunkt nicht zustande gekommen ist. Wenn ich aber gleichzeitig den Bericht von Tatjana umsehe, dass auch dort so ein Leo 2A6 stand und der wird da nicht mehr lange stehen, denn irgendwann werden die Russen ihn entdecken, also er muss schnellstmöglich instand gesetzt werden, dann ist eine funktionierende Logistikkette, glaube ich, zwingend, wenn dieser Angriff weiter Erfolg haben soll. Blicken wir noch mal nach Russland. Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, der ist offenbar weiter in Russland. Diese Geschichte hat immer merkwürdigere Drehungen. Können Sie sich, also wir müssen spekulieren, denke ich, aber was die Russen mit ihm vorhaben, wo soll das hinführen? Das ist schwer nachzuvollziehen und bleibt für uns alle ein diskussionswürdiges Rätsel. Das ist wirklich ein diskussionswürdiges Rätsel. Von Anfang an war ich ja, wie Sie wissen, wir haben sofort darüber gesprochen hier im Studio. Ich habe immer gesagt, Leute, das geht mir alles viel zu glatt. Und nun ist er auf einmal wieder in Petersburg, jedenfalls angeblich. Und nun stellt sich die Frage, was passiert. Also ich sage es mal militärisch drastisch. Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Die gute Möglichkeit ist, er geht nach Afrika und Putin lässt ihn laufen. Und die zweite, Putin legt ihn um. Ganz einfach. Das heißt, Sie sehen keine Möglichkeit, dass er möglicherweise sogar in Russland wieder für Putin tätig wird? Der fehlt, wie sehr fehlt denn die Wagner-Gruppe auch? Es sei denn, das Ganze war, wie ich ja von Anfang an vermutet habe, ein Fake. Das Ganze war eine Inszenierung allererster Provenienz, dann vielleicht. Aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Was wird nun aus der Wagner-Truppe? Wir haben heute gehört, sie haben ihr Exil überhaupt noch nicht bezogen. Das hören wir aus Minsk. In Belarus, welche Macht haben sie überhaupt noch? Stellen sie eine Bedrohung noch dar für die Ukraine oder vielleicht in Teilen sogar für Putin? Im Augenblick würde ich sagen, nein. Im Augenblick nach der Phase Wunden lecken, muss jetzt erstmal eine Zeit geschaffen werden, wo sie sich reorganisieren. Und natürlich stellt sich die Frage, wo wird das sein? In den Lagern in Russland, wo sie ja waren und wo sie herkommen? Oder aber in den Lagern, die wir in Luftaufnahmen gesehen haben, in der Nähe von Minsk, also in Belarus? Und dann stellt sich die Frage, was sollen sie dort machen? Auch dort kann man wirklich, man kann wieder nur spekulieren. Ich habe da auch schon mal rumspekuliert und habe gesagt, ja, sie werden zumindest mal gut geeignet, Kräfte zu binden an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Und es ist ja auch sofort passiert. Sofort hat Polen seine Grenzen verstärkt. Sofort hat natürlich auch die Ukraine ihre Grenzen verstärkt. Und zwar massiv. Das bindet Kräfte, die man an anderer Stelle dringend bräuchte. Also, ich sage mal, ein ebenso offenes Thema, das man im Gesamtkonzert dieser großen Inszenierung sehen muss. Sie haben die Munitionsproblematik angesprochen. Da gibt es ja nun durchaus noch Munition außerhalb von Streubomben. Und die EU hat sich jetzt gerade auf einen Plan geeinigt, um die Munitionsproduktion für die Ukraine noch deutlich zu verstärken. Was wird da Ihrer Ansicht nach am meisten gebraucht momentan? Und wie kann, alles werden Sie jetzt sagen. Und wie kann man das am besten der Ukraine zur Verfügung stellen als EU? Munition wird in jeder Menge und in allen Kalibern und überall dringend gebraucht. Und das ist ganz simpel, das ist Mathematik. Die Ukraine verschießt weit mehr Munition am Tag, als die gesamte Europäische Union in einer Woche, im Monat produzieren kann. Also insofern besteht da Nachholbedarf. Und jetzt kommt es darauf an, das Thema Geschwindigkeit mit dem Thema Bedarf zu koppeln. Das heißt, alles, was wir bis jetzt erlebt haben, nämlich eine grenzenlose Bürokratie, einen schier unbeschreiblichen Beschaffungsvorgang, das muss nach Möglichkeit ganz schnell auf Seite geschoben werden. Was die Industrie braucht, sind ganz schnell Verträge, bindende Verträge, um dann gegebenenfalls auch die Kapazitäten noch weiter zu erhöhen. Das heißt, Munitionsfabriken weiterzubauen, Personal einzustellen, Produktlinien zu schaffen. Das halte ich jetzt für besonders wichtig und ich halte es für absolut, ich hielt es jedenfalls für sehr falsch, wenn wir jetzt weitere neue Strukturen erstmal schaffen, die erstmal durch sämtliche europäischen Gremien müssen und bis die dann stehen und bis die Munition liefern und bis das dann bürokratisch geordnet ist, das Ostern. Sagt Roland Carter, Generalleutnant AD. Ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse und den Besuch bei uns. Bitte gerne. Studio.